It's not manly. Ich meine, es ist schön von der strategischen Tiefe und bla und blub, aber strategische Tiefe wollen wir hier nicht sehen. Wir wollen ja einfach nur 300 sehen. Ja? Oh, oh, oh mein Gott! Der gute Kutscher! Aber das Q. Der entschärft die Situation mit dem Q. Mit dem Q, mit dem Q, mit dem Q. Oh, Flash Heal! Outplayed! Aber Sola, der kann da leider nicht weitermachen. Meine Güte. Aber der gute Sola, der ist bereit. Der will hier die 4 abladen. Da kam der hier raus. Musste beschleunigen, aber Max ist da. Was kann er tun? Das W! Sitzt gut! FG Hammer. Oh, Kutscher! Wurde abgerissen. First Blood. Max ist da hinterher. Kriegt ihn aber nicht ganz. Sola, super. Lo, das ist der Double Kill. Challenger ADC. Der kriegt wahrscheinlich sogar noch den nächsten Max Flash. Davon noch ein Auto-Tag. Und up. But passive. Triple Kill Botlane. Oh, das Inferno. Das hat ja keinen guten Start gemacht. Mit Elise ist kein Ding. Wer wird jetzt tanken? Wann wird Kevin ulten? Der Cocoon! Oh, predicted! Der war richtig gut! Wahnsinn! Botlane immer noch in trouble. Oha. Der gute Kollege will dann daher. Hand auf Blatt. Der ist schon relativ low. Da muss er vorsichtig sein. Maokai, der ploppt gleich die Ultimate. Mit dem Wille. Boom! Das ist down! Aber zu was für einem Tausch, Vampy. Der hat noch seinen Flash. Der geht er davon. Schöne War von Johnny Blues. Mana los! Du bist ein Vogel! Zack, der Autotech, der reicht nicht. Da geht Kevin hinterher. Schöner Pillar, der nimmt den nächsten. Und den wird er auch noch bekommen, denn er ist Trundle. Double Kill für ihn. Sehr, sehr. Der ist on the charge. Der hat bereits ein E raus. Das ist sehr, sehr gefährlich. Warum geht der drei Mann rein? Oh, der Free Kill. Schöne Board Ultimate. Jetzt kann es Comeback. Wunderbares Q. Und da ist zwar die Mega-Seelenfessel, aber es genügt nicht. Zack. Oh, oh, oh. Kevin Popevin, da ist das Ghost, RIP, und der kriegt jetzt einen Milliardenschaden. TP kommt raus, oh, das TP, vielleicht bringt das noch was, der Trundle, der macht Damage, aber der kann ihn da nicht alleine abholen. Jetzt die Combo, Spandau Inferno, schlägt zurück, schönes TP-Play, und der Alpha Kevin überlebt schon wieder Morgana mit dem Seelenfesseln-Flash. Eine etwas seltsame Reihenfolge, kann aber Max trotzdem noch machen. So, oha, der erste Schuss. Der zweite trifft, der dritte trifft auch und der vierte. Oh mein Gott! Oh, der Schild! Oh, der Flash direkt da rein! Schockwelle! Kann ja noch mal Kutscher zurückwerfen. Cosmic Q ist aber allein. Er ist alleine gegen 50 Mann. Der wird auf jeden Fall sterben. Und Sola kriegt auch seinen Kill. Also, der wird, wie gesagt, irgendwann wird es für die EDC sehr, sehr wichtig. Oh, der Damage! Zack, der nimmt den alleine. Kevin, nur das nächste Opfer, die Jhin Ultimate. Kombiniert. Das ist die Entscheidung gewesen. Echt, oh Gott, Twitch, der rasiert da schon wieder rein. Hackerim und oh, Johnny, den hat's komplett abgerissen. Das gleiche gilt für Sola und Kutscher. Oh, Kutscher findet immer einen Weg, er ist halt Swagbart. Eieiei, Hamdula Bambula, na, die machen das hier richtig gut. Das Inferno in die Knie gezwungen. Na, denk dran, ist ein Best of Three, das muss man erwähnen. Und wenn der König gestürzt wird, gibt es 200 Euro. Das ist der Preis. Das ist ein guter Preis. Nexus wird fokussiert. Und das war's. Das Spandauer Inferno hat die erste Schelle kassiert. Natürlich vom Farm her gegengehalten. Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Jetzt aber der Top-Lane-Gank. Na, das ist genau das, was sie machen müssen. Kevin, der ist immer noch in der Mini-Nahform. Er hat wenig CC zur Verfügung. Jetzt hier Max mit dem Knockup. Der Damage, der ist ziemlich groß. Vampy, Vampy, Vampy. Der Flash, der ist sehr, sehr spät. Zack, Kevin hinterher. Ein Auto-Tag. Oh, der Dive. Oh, es ist ein 1:1 straight. Das ist nicht optimal. Wir haben natürlich mehr Vampy gegenüber. Und wenn man ihm dann noch einen weiteren noch einen weiteren Vorteil gibt, dann ist das definitiv nicht schlecht. Oh! Der rennt den einfach komplett um da die Ultimate hin. Kevin wird sich gleich transformieren, aber er ist alleine. Schöne Shockwave. Und Kevin bemüht sich wegzukommen, aber das wird nichts. Dieser Herald, der war teuer. Ist, desto mehr entsaugt er seine Umgebung das Leben. Nach dem Tod, oh, die Shockwave. Offensiv gedodged. Das war sehr mutig. Oh, da hat er den bekommen. Die Draven Ultimate rasiert der durch. Und ja, man könnte... Nein, man kriegt nicht die Schildstärke. Holy moly, die ist riesig. Exhaust geht drauf. Und der Draven, der hat bereits sein Gold abgebaut.
Der hat hier die Millionen kassiert gerade. Kevin jetzt alone. Na, der will, dass sie... Oh, der trifft hier nicht. Der hat so noch genug HP. Jetzt die Nah-Ultimate. Der kann, Alter, der brennt. Oh, der Auto-Tech. Der flasht hinterher. Johnny kriegt da den Kill. 2-0 insgesamt. Das Inferno schlägt. Das weg, weil vom Farm sind gerade alle nach hinten gefallen. Oh, da ist Kevin. Zack, der erste ist down, der zweite ist down. Schöne Kombo. Und natürlich wird auch Charm... Ist der Epic Steal oder nicht? End of Blood da schon mal drunter. Oh, der Charm hat nicht gesessen. Er tankt immer noch, solange er kann. Wird aber fallen. Zack, da geht die Ultimate durch. Da kommt der Hacker ihm noch dazu. Der Schaden, oh, die Shockwave. Die ging ins Leere, die hat niemanden getötet. Zola bemüht sich, der kriegt auch den Kill gemeinsam mit Johnny. Aber Draven, oh, das ist einfach der stinkreiche Draven. Er hat hier gerade nochmal richtig Kohle durch die Passive kassiert und TP. Na, wie gesagt, Kevin kam da erst sehr spät dazu. 2:2 getauscht, natürlich noch den Drachen verloren. Wieder die Kombo. Oh, Zola! Zu aggressiv. 1:2 getauscht. Oh mein Gott. Dadurch ein Schiff davon, der ist sehr, sehr low. Max, jetzt kommt deine Stunde. Wird rausgepustet. Black Shield ist drauf. Kommt der Steal oder nein? Hegarim hat ihn gesmited. Max stirbt noch volle Hütte nach der Ultimate von Draven. Die hat ihn noch erfasst. Und Kevin, der ist noch in der Mini-Nahform. Der wird sich gleich transformieren. Omen ist raus. Die Verwandlung ist... Oh, der stirbt in der Verwandlung. Stark gemacht hier vom Draven. Aber so ein riskanter Call natürlich. Ja, trotzdem reinzugehen. Hat nicht funktioniert. Johnny nun ganz alleine. Hat noch seine Ultimate. Kann also etwas Zeit schinden. Draven nochmal gut halbiert. Oder gedrittelt eher. Hier, komm nochmal raus. Und jetzt beginnen die schlimmen Auto-Attacks. Und der noch ein bisschen den Jungle Rain. Oder direkt zur Mitte ziehen. Johnny! Oh, die Shockwave ging schon wieder daneben. Aber Hegarim, der reißt da Johnny. Und Max platzt auch gegen den Draven sofort auf. Der kriegt jetzt mittlerweile die ganzen Schilde und mutiert natürlich dann trotzdem zu einem Hyper-Carry mit einer Janna, mit einer Ori auf Athens gebaut. Da kommt einiges bei rum. Zola muss sich zurückziehen. Der hat hier null Stich gegen den Trundle. Der kann dafür... Oh, der flasht noch! Der will da den Kill. Aber der Nexus Laser hat ihm da eine Leere erteilt. Sehr aggressiv natürlich. Man will jetzt auf die Kills gehen. 10.000 Gold Vorsprung. Ist immer noch mit Risiko verbunden. Aber sie wollen es beenden. Die haben es eilig. Die sind da völlig fertig. Der Turm geht drauf. Der Nexus wird ebenfalls fokussiert. Und haben... Oh, Zola! Der wurde exhausted! Wollte mal das Play machen, Hamdullah.